Servus und herzlich willkommen zur Sportarena. Am Tag nach dem Derby in der Regionalliga Bayern haben wir heute vom FC Bayern, von den Amateuren, Nico Feldhahn zu Gast und vom TSV 1860 Markus Ziereis. Gleich werden wir mit ihnen das Derby nochmal Revue passieren lassen. Dann sind zwei starke Münchner Boxerinnen da, die gerade bei der Deutschen Meisterschaft den Titel abgeräumt haben. Heute sind bei uns zu Gast Manny Berg und Alina Popp zusammen mit ihrem Trainer, mit Pavlica Steko. Und die Wolfgang Open, das Tennis-Challenger-Turnier, ist zu Ende gegangen mit einem Münchner Sieger. Wer hätte es gedacht? Yannick Hanfmann hat gewonnen, ist schon wieder unterwegs zum nächsten Turnier. Aber sein Trainer Lars Übel von der Tennis-Base Oberhaching, der ist heute zu Gast. Wir wollen mit ihm sprechen über das Abschneiden der deutschen Spieler. Und wir wollen sprechen mit Birgit Wolters, die mit im Organisationsteam war und in der Pressearbeit für diese Wolfgang Open, wie dieses Turnier angekommen ist, wie es international aufgenommen wurde und wie es im nächsten Jahr weitergehen soll. Das sind die Themen diesmal in der Sportarena. Und jetzt geht's los mit dem Derby, mit sozusagen der Verlängerung. Heute bei uns zu Gast vom FC Bayern, von den Amateuren, Nico Feldhahn und vom TSV 1860, Markus Ziereis. Servus, die Herren. Servus. Ich staune, dass ihr so friedlich sitzt hier. Ich hätte mir jetzt noch ein bisschen mehr so Derby-Aktivität, ich möchte nicht sagen Rivalität, erwartet. Aber schenken wir dem Sieger, 1:0-Sieg für den FC Bayern, als erster das Wort. Wie ist so? 24 Stunden sind gut rum. Ruhepuls mittlerweile wieder da? Ja. Aber eine sehr Zufriedenheit und Glücklichkeit ist in mir. Und ja, sehr runtergekommen. Aber es war auch jetzt kein so ein heißes Derby. Es gab zwar die rote Karte noch hinten raus, aber von daher ging es eigentlich relativ schnell mit dem Ruhepuls. Markus, wie ist es bei dir? Ja, wir sind natürlich enttäuscht, das Spiel verloren zu haben. Tut natürlich auch weh und deshalb ärgern wir uns ja natürlich heute auch noch. Jetzt sagt Nico gerade, ja, es war gar nicht so ein hitziges Derby. Ich war dort, habe mir die erste Halbzeit auf der Haupttribüne, die zweite Halbzeit in der Stehhalle angeschaut. Fußballerisch können wir gleich drauf kommen, aber ich fand schon, also es war alles drin. Es waren Emotionen drin, es war Energie drin, es war ja auch wirklich aktive Zweikampftätigkeit drin. Also von daher, daran hat es doch nicht gemangelt. Nee, es war schon alles da, was ein Derby braucht. Vielleicht noch die eine oder andere mehr Torchance auf beiden Seiten hätte es noch interessanter gemacht. Aber ja, also die Stimmung war gut, es hat Spaß gemacht. Also ich habe es gestern mal irgendwie gesagt, es ist zwar eine doofe Phrase, aber deswegen spielt man Fußball, gegen raus für solche Spiele, weil die ganzen Zuschauer dabei sind. Wenn wir rauskommen, ausgepfiffen werden, das macht schon irgendwie Spaß. Das ist ein Oli Kahn-Zitat. Genau, ich glaube, das war wirklich von Oli Kahn. Ja, aber wir haben gewonnen und ich weiß nicht, wie ich sagen soll, aber ich fand es jetzt nicht glücklich zu... Glücklich gewonnen? Also seid ihr die, auch vom fußballerischen Verlauf her, die glücklichen Sieger? Jein. Also ich glaube, dass es sehr ausgeglichen war, dass 60 schon zwei, drei sehr gute Möglichkeiten hatte, die sie dann nicht gemacht haben. Und wir dann eben gar nicht so viele Möglichkeiten haben und aufs Tor gemacht haben. Nichtsdestotrotz haben wir ein sehr gutes Spiel abgeliefert, hatten dann auch in der ersten Halbzeit, waren wir schon dominant, sodass ich jetzt irgendwo von einem glücklichen Sieg sprechen würde, aber nicht unverdient. Demzufolge, wenn ihr nicht ganz die Glücklichen, aber doch mit etwas Glück im Abschluss waren, müsstet ihr jetzt wirklich die unglücklichen Verlierer sein. Ihr hattet großen Anteil am Spiel, hattet viele Möglichkeiten, auch die Mehrzahl an Chancen und es wollte einfach nicht rein. Was war los mit dem Stürmer Markus Ziereis? Ja, das war es einfach. Wir haben die Chancen nicht genutzt. Wir haben, finde ich, durch den Sascha Mölders und mir halt einfach 200-prozentige gehabt. Die haben wir leider nicht genutzt. Haben so kleine Chancen noch gehabt, aber die zwei Dinge, da muss halt einer rein. Klar, ich muss meinen auch machen und dann geht das Spiel halt, oder wären wir halt in Führung gegangen, dann wäre das Spiel wieder ganz anders gelaufen. Das ärgert uns natürlich, dass wir die Dinge verhauen haben. Und so hätte man es halt einfach in die richtige Richtung halt für uns einfach lenken können. Jetzt sind wir ja in München und wir wissen, wie die Münchner Medienwelt ist, gerade in Bezug auf 1860. Es war die zweite Niederlage hintereinander. Von daher, ihr müsstet ja eigentlich jetzt schon in einer Krise sondergleichen euch befinden. Nein, Krise natürlich nicht, aber es ist natürlich nicht schön, wenn man zwei Spiele jetzt verliert, weil wir halt doch schon ein klarer Favorit in eigentlich jedem Spiel sind. Und ja, es ist halt nicht so einfach. Wir haben ja von Anfang an gewusst gehabt, dass die Saison einfach sehr hart werden wird. Aber bisher spielen wir wirklich eine tolle Saison und ärgert uns natürlich dann, wenn wir gerade auch gegen Bayern halt dann das Derby einfach verlieren. Es tut uns allen weh und ja, wir hätten das natürlich auch gern für uns beschritten. Tja, Niederlage in Augsburg, jetzt noch gegen den FC Bayern. Kann schlimmer kommen? Was ist das? Ja, wir wollen jetzt wieder das nächste Spiel halt einfach gewinnen. Da werden wir alles dafür tun. Ärgert uns einfach riesig, klar.
Aber wir müssen jetzt nach vorne schauen, es hilft jetzt nichts. Wir schauen jetzt gegen den nächsten Gegner, Bayreuth, und da wollen wir die Punkte dann hier in München behalten. Und das ist jetzt das Nächste, was sehr wichtig ist. Was wir nicht vergessen dürfen, ihr seid nach wie vor Tabellenführer, ihr habt 6 Punkte auf den Tabellenzweiten. Ja. Also es ist in dem Sinne nichts wahnsinnig Schlimmes passiert, was euch jetzt noch irgendwie groß in Straucheln bringen dürfte. Aber trotz alledem, wie war heute so der Tag danach? Wie war der Trainer Daniel Birovka? Wird es dann sehr laut? Weil er ist ja nun wirklich dafür bekannt, dass er ein energiegeladener, ein Herzblutlöwe ist. Ja, natürlich sind die Emotionen dabei, aber wir analysieren das jetzt einfach gut. Der Trainer wird uns auch richtig gut aufs nächste Spiel einstellen. Natürlich wird es dann einmal lauter und wir sprechen das auch an. Das ist bekannt von ihm, aber das gehört dazu, das ist ganz wichtig. Das gehört sich angesprochen und ja, daraus müssen wir einfach lernen und dann halt die Schlüsse ziehen. Ihr seid durch diesen Sieg auf den 6. Platz vorgerückt. Für euch dürfte das, ja, ich möchte mal sagen, dieses Spiel sogar ein ganzes Stückchen die Saison wieder zum Positiven gewendet haben. Denn vorher hieß es ja, die Bayern sollen aufsteigen. Die sollen in die 3. Liga, damit der Abstand zur 1. Mannschaft und damit ja die Förderung der Talente schneller vorangeht, dass die mehr diese Wettkampfhärte mitkriegen, die dann im Männerfußball ja einfach gespielt wird. War das wirklich so wichtig, dass dieser Erfolg euch auch in der Tabelle weiter nach vorn bringt, damit ihr diesem Zielaufstieg vielleicht nochmal nahe kommt? Jetzt in erster Linie war es einfach mal gut, auch für die Fans, dass wir ein Derby gewonnen haben. Wir haben die letzten Jahre eben die Amateur-Derbys nicht gewonnen gehabt. Und einfach zu zeigen, ja, die Fans, die sind vor dem Spiel auf uns zugekommen, bitte gebt alles, kämpft einfach, zeigt, dass ihr unbedingt gewinnen wollt. Und jetzt haben wir eben das gezeigt, haben auch noch 1-0 gewonnen. Also für die Fans war es natürlich, wir haben wirklich für die Fans gewonnen. Und für uns, für die Tabelle, ja, sind wir jetzt zwar hochgeklettert, aber der Anspruch war vornherein ein anderer. Den haben wir noch nicht erfüllt. Also die Ergebnisse waren bisher noch nicht so zufriedenstellend. Aber jetzt haben wir die letzten beiden Spiele gewonnen. Ich glaube, wir sind eine sehr junge Mannschaft. Es sind auch noch einige A-Jugendspieler, sehr viele, die letztes Jahr aus der A-Jugend kamen, die im ersten Jahr Herrenbereich sind. Dass man da eine gewisse Anpassungsfähigkeit oder eine Anpassung von denen erwartet oder braucht und es Zeit dauert, das war klar. Aber spürt ihr mehr Druck durch diese Aussagen, die ja vorher kamen, sowohl von Hermann Gerland, der das Nachwuchsleistungszentrum ja mitleitet, jetzt ja momentan noch mal wieder Co-Trainer ist bei Jupp Heynckes, als auch von Uli Hoeneß, die klar gesagt haben, wir müssen rauf. Ich glaube, dass das auch ein Ziel ist für die Zukunft. Also ich persönlich bin auch der Meinung, dass die zweite von Bayern auch in der 3. Liga spielen muss, also der höchste Liga praktisch, die möglich ist. Um auch für die Jungs ist es besser, eben so wie man gestern gemerkt hat, wenn wir gegen 60 spielen, gegen die 1. Mannschaft, diese Favorit sind und nicht immer wir Favorit sind, als gegen welche, die im Tabellenkeller stehen oder eben nicht so bekannte Namen sind, wo wir praktisch nur fußballerische Lösungen finden müssen, sondern wo man sich so ein bisschen wehren muss, wo man eben, wie Hermann Gerland das am liebsten hat, richtig kämpfen muss. Das wird in der 3. Liga wesentlich mehr gefordert. Von daher glaube ich, ist es auch oder muss es ein langfristiges Ziel sein, in der 3. Liga zu spielen. Aber wir haben das als Mannschaft jetzt gar nicht so aufgenommen. Wir müssten dieses Jahr unbedingt aufsteigen. Wir wollten es, hatten es vor, aber haben natürlich gemerkt, dass die Regionalliga nicht so leicht zu bespielen ist. Und es ist was anderes ist, gegen Gleichaltrige zu spielen, dann aber auch um die deutsche Meisterschaft zu spielen. Und als dann doch eben gegen Herren, die abgezockter sind, die stärker sind, die ein bisschen ja, sehr einfachen, aber effektiven Fußball spielen. Und darauf, das dauert einfach, aber jetzt die letzten 2 Spiele waren ganz ordentlich von uns. Von daher hoffen wir, dass wir da weitermachen können. Ja, gut, ihr habt im Gegensatz zu den 60ern, die haben 2 Niederlagen, ihr habt 2 Siege jetzt hintereinander. Einmal Rosenheim, jetzt die 60er. Wie sieht es eigentlich jetzt aus für dich so der Weg? Du hast gerade davon gesprochen, ihr habt viele junge Spieler da, die müssen sich da erst reinfinden, die müssen gegen ja, auch Leute wie Markus, der nun schon einiges erlebt hat im Fußball, auch bestehen können. Du bist mit 31, man sagt mal der Opa in der Mannschaft, das hört nicht sehr charmant. Hast aber auch schon einige andere Stationen durchlaufen in deiner Karriere, warst unter Haringer schon 2. Bundesliga gespielt, im vergangenen Jahr sogar bei der 1. Mannschaft noch mal so ein bisschen rangeschmeckt, hattest sogar eine Nominierung für die Champions League, warst im Kader, also war es noch mal fast der Sprung? Nach ganz nach oben? Nein, das war es nicht. Also ich bin zu Bayern 2 zurückgekommen, weil ich eben aus München komme. Ich hatte die Möglichkeit, zu Bayern zu gehen. Das war eine große Ehre. Und ich bin immer noch geehrt, dass ich da spielen darf. War aber klar, dass ich für die 2. Mannschaft spiele und habe die 1. Mannschaft überhaupt nicht im Blick. Wusste, dass wir ab und zu mal, weil jemand aushelfen muss, bei den Profis mittrainieren dürfen.
das ist schon richtig klasse. Und was ich dann letztes Jahr erleben durfte, war einfach nur so ein Highlight nach dem anderen. Und die habe ich mitgenommen, aber dass ich da irgendwie gehofft habe, irgendwie nochmal in den Kader zu rutschen bei Bayern München, das war eigentlich nie wirklich, auch nicht mal die Hoffnung da. Du hast ja eine Jugend-60er-Vergangenheit, du hast ja in deiner Jugend im Bay 60 gespielt. Wird das manchmal noch so ein bisschen rausgekramt, gerade vor solchen Derbys? Ja, aber relativ wenig. Also war überrascht, dachte mir, dass es vielleicht mal öfters kommt. Aber das waren 3 Jahre in meiner Jugend, habe ich auch bei 60 gespielt. Aber es ist eigentlich sonst relativ wenig Thema. Das wird mir jetzt nicht zu übel genommen. Markus, du bist zurückgekehrt in dieser Saison, warst bei Regensburg. Ja, die spielen nun mittlerweile weiter oben, wesentlich weiter oben. Mhm. Warum der Schritt zurück zu den 60ern? Irgendwie war das recht überraschend, dass du plötzlich kommst. Hat die Karriere so einen Strauchler genommen und du musst nochmal einen neuen Anlauf nehmen? Ja, ich habe halt einfach gemerkt gehabt jetzt in Regensburg, dass sportlich nicht mehr so gut gelaufen ist. Und ich habe dann richtig gute Gespräche gehabt mit dem Daniel Birovka eben. Schon frühzeitig eigentlich, aber... Kam er auf dich zu und hat gefragt, willst du wiederkommen? Ja, die Gespräche gab es schon mal ein bisschen, also am Anfang eigentlich, da habe ich kurz davor bei Regensburg eigentlich unterschrieben gehabt. Da kam es aber für mich noch nicht in Frage, weil ich halt die Vorbereitung abwarten wollte. Und wo ich halt dann beim ersten Spiel nicht im Kader war, da ist dann für mich eigentlich so gewesen, dass ich dann auch gesagt habe, okay, wenn Interesse da ist, dann würde ich gerne wechseln auch noch. Aber es war halt ein bisschen blöd von der Situation her, weil ich halt dann eben kurzfristig, also kurz davor halt eben bei Regensburg unterschrieben habe, wo ich mich auch so wohlgefühlt habe, aber halt einfach sportlich dann gesehen habe, ich hätte wahrscheinlich fast kein Spiel gemacht oder halt wenig gespielt. Und von dem her ist der Schritt dann gekommen. Und ja, einfach 60 hat sich sehr um mich bemüht und ich kenne hier die Strukturen bestens. Fühle mich hier sehr wohl und habe mich natürlich gefreut, dass die Interesse von 60 einfach gekommen ist. Aber ist es für dich so eine Art, ja, wie gesagt, neuer Anlauf, dass dir klar ist, Regionalliga, das ist zu wenig. Das ist zu wenig für das Potenzial, was du mitbringst. Das ist zu wenig auch für den Verein natürlich. Ja, also das ist zu wenig für den Verein, ist ganz klar. Der Verein hat solche Fans, das ist einfach unglaublich, wie wir unterstützt werden jetzt. Der Spieler spielt die Spieler. Und da ist die Frage, wie, ja, ja, klar. Wie stufst du es ein? Denkst du, ja, drüber, dritte Liga, zweite Liga, das sollte auf jeden Fall nochmal Karriereziel sein? Natürlich ist es Ziel für uns allen, dass wir wieder hochkommen. Dafür werden wir alles geben, aber man muss schon auch schauen. Jetzt, klar, es ist ein Neuanfang und das tut im Verein auch trotzdem gut. So sehe ich zumindest. Da die Stimmung ist sehr positiv. Auch wenn wir jetzt 2 Spiele verloren haben, ist natürlich ärgerlich, aber trotzdem, wir stehen richtig gut da, spielen eine gute Saison. Die Fans unterstützen uns und ja, das ist einfach, das ist auch nicht selbstverständlich. Klar, jetzt 2 Ligen runtergegangen und dann so eine Unterstützung zum Kriegen ist natürlich auch wirklich fantastisch. Also hoffen wir natürlich, dass wir weiterhin einfach dann Punkte holen und dann einfach dem Fans gute Leistungen zeigen können. Ihr habt am nächsten Spieltag frei. Das liegt daran, dass ihr als Zusatzmannschaft ja in dieser Regionalliga Bayern dabei seid. Spielt dann erst wieder am 31., also am nächsten Dienstag, dann gegen Bayreuth. Ist ganz gut, ihr habt schon 21 Spiele die Saison gemacht. Ihr hattet fast nur sogenannte englische Wochen. Ist es einfach gut, jetzt mal zu sagen, okay, ein paar Tage durchschnaufen, Bein hochlegen, auch den Kopf frei kriegen, gerade nach diesen 2 Niederlagen, ist okay? Ja, also die Belastung ist schon extrem jetzt diese Saison, gerade mit den ganzen, also Toto-Pokal, DFB-Pokal hat man ja ein Spiel. Das ist natürlich schon extrem die Belastung gewesen, aber jetzt tut es auch schon mal gut, wenn wir dann einmal jetzt eine kleine Pause haben, wir können uns dann besser auf den Gegner vorbereiten. Wir wollen einfach dann auch überzeugen dann gegen Bayreuth, das ist ja ganz klar. Es ist ein Heimspiel und unsere Stimmung ist natürlich auch immer Wahnsinn und ist ja eigentlich immer ausverkauft. Also von dem her wollen wir da einfach dann wieder alles reinhauen, wollen die Punkte dann hier behalten und einfach auch wieder den Hebel umlegen. Nico, ihr seid dran am kommenden Freitag, ich muss spicken, gegen den Tabellendritten, Illertissen. Ja, nach Rosenheim, nach 60, jetzt der Favoritenschreck, FC Bayern Amateure. Jetzt muss Illertissen vielleicht auch zittern. Ein Favoritenschreck. Ich weiß nicht, ob Illertissen die Favoritenrolle hat gegen uns. Also ich sehe es schon sehr stark und dass wir gerade zu Hause spielen und mit der spielerischen Stärke und jetzt auch uns gefunden haben und gegen die letzten beiden Vereine, Rosenheim und 60, eben auch kämpferisch überzeugt haben,
sehe ich Latisten nicht als Favorit, aber was man eben sieht, dass wir gegen die Oberen in der Tabelle uns meistens doch etwas leichter tun, weil sie eben mitspielen. Das hören die bestimmt gerne alle. Ja, aber es ist so. Also, was uns schon entgegenkommt, ist natürlich, wenn der Verein oder wenn die Mannschaft ein bisschen mitspielt, ein bisschen offensiver spielt und nicht nur hinten drin steht. Weil wir dann eben doch den Kombinationsfußball und die Schnelligkeit, die die Jungs meistens mitbringen, ausspielen können, als wenn Gegner nur hinten drin stehen und wirklich gar nur darauf aus sind, kein Gegentor zu bekommen. Wir sind gut drauf. Ja, wir sind mit den zwei Siegen im Rücken zu Hause gegen Illertissen, werden wir wieder mit breiter Brust aufspielen und hoffentlich 3 Punkte einholen. Ich sage danke, dass ihr beide gekommen seid. Auch wenn es vielleicht für dich heute nicht so einfach war und du vielleicht die Feierlichkeiten kurzfristig unterbrechen musstest, um heute hier aufzuschlagen. Weiterhin gute Saison für alle beide. Wäre schön, wenn beide Münchner Mannschaften am Ende der Saison weit, weit oben sind. Und am 29.04., ja, da steht dann das Rückspiel an. Ja, vielleicht sehen wir uns dann in der Runde, davor oder danach nochmal. Würde mich freuen. Genau. Danke fürs Kommen. Sehr gerne, danke.